Okay. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Uncharted 4. Ja, ihr seht alle, diese Folge werden wir nur so stehen und überlegen, was wir tun müssen. Ich würde einfach mal ein bisschen trainen. Ah, okay. Scheiße, ey. Das sieht ja schon mal richtig aus, ne? Beide sind auf der richtigen Seite. Ich würde aber wetten, dass das, noch nicht alles sein wird. Nee, das kann. Nee. Das wird zu einfach. Ich schubse einfach alle auf ihre Position. So einfach ist es leider nicht. So einfach ist es leider nicht. Oder doch? Warte mal. Hey, oben hat sich was bewegt, als du den Eimer draufgestellt hast. Ein Kanal verläuft vom Mechanismus zur Tür. Okay. Eimer oben ist also gut. Lass ihn da. Ja, nee. Ich will ihn aber nicht da oben lassen. Scheiße. Ich muss gerade mal überlegen. Wollen wir sagen, lass ihn mal da. Jetzt würde ich ihn das dann einfach so ohne schaffen. Achso, Entschuldigung. Falscher. Ich wollte den hier drehen. Ah, ich hab's doch geschafft. Jetzt habe ich den auf seiner Bahn. Ah, perfekt. So. Ah, ne, hab ich nicht. Hab ich nicht. Ja, ich habe es mir doch ein bisschen zu leicht vorgestellt. Die drehen sich. Nein. Ich weiß schon, was ich machen muss. Wenn ich... einmal. Ne, ist ja nur einmal drehen. Der muss oben sein. Beide müssen oben sein. Dann. Und den hier drehe ich dann in die Mitte. Durch die Bewegung hier. Ah ne, dann mach ich ihn ja weg von. Oh. Scheiße. Der ist echt kacke. Ich hasse solche Rätsel. Ja, weil ich nehme ja so mit. Moment mal. Gib mal kurz einen Hinweis. Ja. Nee, ist klar. Der Typ gehört wohl zu den ganz Schlauen. Ich hab's genau falsch rum gemacht. Ich hab's falsch rum gemacht. Ich muss das weiße Kreuz auf die rechte Seite bringen und das schwarze auf die linke. Und wenn ich nicht ganz dumm bin, halt in die Schnauze. dann krieg ich das hin.
Nee, so geht das noch nicht. So. Ich will jetzt erstmal wieder auf die Position kriegen, bevor ich jetzt total planlos bin. So. Nee, warte mal. Ich hab's ja schon in der richtigen Position. So. Geschafft. Okay, das muss es sein. Finden wir es raus. Wir? Ziehst du dann am Hebel? Oh nein. Diese Ehre will ich dir auf keinen Fall nehmen. Natürlich. Na, natürlich. Waren die Löcher eigentlich bei dem ersten auch schon? Schon. Gott sei Dank. Nathan, sieh mal. Passt es. Hey, siehst du? Nate Coolers, kein Nate am Spieß. Wenn das also ein Test war, was wurde dann genau getestet? Einen Eimer füllen? Man musste vom heiligen Dismas wissen. Über den Avery und seine Mannschaft bestimmt alles. Kein allzu schwerer Test. Vielleicht ist das nicht der einzige. Schön. 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 Cool. Das gefällt mir mega. Wie viel lange haben wir gebraucht? Ach, 6 Minuten für ein Rätsel, das geht. Ist okay. Ich könnte wetten, Sei vorsichtig. So wahr ich hier stehe, sieh dir das an. Wir sind direkt unter der Kathedrale. Meinst du, Rafe und Nadine wissen, dass das hier direkt unter ihnen ist? Tja, mit genug Sprengstoff finden sie es irgendwann heraus. Schon krass. Aber wie in jedem Teil wissen wahrscheinlich die Gegner, die sind gerade da eingebrochen. Lassen wir sie mal vorgehen und die ganzen Rätsel machen. Wenn sie dann mit dem Schatz sind, kommen wir dazu. Und bringen sie um. Versuchen es zumindest. Schaffen ist dann immer so eine andere Sache. Und runterspringen. Ah, okay, dann nicht. Okay, wir müssen bestimmt hoch zur kaputten Brücke. Jo, würde ich auch so sehen. Runter sieht ein bisschen schwierig aus. Gute Idee. Suchen wir einen Weg hoch. Hilfst du mir zur Leiter hoch? Nö. Na klar. Ach ja, ich muss ja angucken. Uns geht es wieder leider nicht. Ich glaube, es ist auch die letzte Folge. Okay. Ich habe hier oben was für dich. In der Aufnahme. Die Haltegriffe in der Mauer dazu kommen. Gute Idee. Bock. Wo denn die Kiste her, Junge? Ich will dorthin. Ist das schon bewusst? Mir nach! Jojo! Geh vor, Digga! Wir machen es einem echt nicht leicht, oder? Nee. Es war bestimmt leichter, als die Brücken und Stege noch nicht kaputt waren. Wir sind wohl ein paar Jahrhunderte zu spät dran. Ja, das sind wir. Mal sehen, was hier drin ist. Schön, dass er sich automatisch festhält. Ich könnte wetten, wenn ich selber greifen müsste, würde ich übelst oft verkacken. Ja, ich passe auf meinen Arm. Ach, echt jetzt? Ich sehe hier ein Licht. Oh, eine Ratte. Wie kommt die denn hier runter? Oh, Katakomben. Oh, das ist logisch. Unter einer Kathedrale. Ja, das stimmt. Eigentlich. Richtig cool.
wird wohl nichts aus dem Schatz. Ich hatte nicht so wirklich eine Ahnung, wo ich hinspringen soll. Ach, nach oben. Gut. War gerade ein bisschen ratlos. Hey, warte. Hör mal. Was Erwähnenswertes von den Schlafsälen? Nichts, abgesehen von ein paar Grabsteinen mit klugen Sprüchen. Und die Grabungen am Kapitelsaal? Abgeschlossen, Ma'am. Im Nordwesten haben wir auch alles aufgegraben. Was ist mit dem südlichen Gebiet? Noch nicht. Es dauert einen Tag, den Kran dahin zu schaffen. Nadine? Dann tun Sie das. Und fangen Sie schon mal ohne Kran an. Ich werde sofort ein paar Männer hinschicken. Gut. Rafe, hattest du Glück mit den Manuskripten? Können wir kurz reden? Machen Sie Meldung. Ja, Ma'am. Hast du gehört? Da ist ein kompletter Anbau unter der Kathedrale. Hab ich. Hast du ihn gesehen? Nein. Wieso? Weil nicht mehr viel übrig war, nachdem sie ihn entdeckt hatten. Meine Männer waren etwas unbekümmert. Sie sind wie 100 bewaffnete Elefanten im Porzellanladen. Aber sie haben in 2 Tagen größere Fortschritte gemacht als wir in Monaten. Fortschritte? Schutt bringt mir nichts. Okay. Okay. Danke. Ich sag Ihnen, Sie sollen dich warnen, bevor Sie den Vorschlaghammer rausholen. Oder Sie halten sich zurück, bis ich die Hinweise untersucht habe, die Sie noch nicht in die Luft gejagt haben. Nein, wir können nicht noch länger untätig rumsitzen. Bei allem Respekt. Ich glaube, ich kenne mich in diesen Dingen etwas besser aus als du. Wir haben deine Art versucht. Blödsinn. Du wolltest hier alles von Anfang an platt machen. Nein! Ich wollte das Kreuz stehlen, lange bevor es in die Auktion gelangt ist. Dieselbe Auktion, zu der ich meine Männer nicht mitnehmen durfte, für den Fall der Die Auktion Fälle. War die sauberste Art, aber das Kreuz zu bekommen. Mein Bauchgefühl habe ich auf dich gehört. Und jetzt haben wir Konkurrenz. Na, ich hatte doch nicht mit ihm gerechnet. Oder vielleicht wolltest du ihn hervorlocken. Wieso zum Teufel sollte ich das tun? Weil du glaubst, dass du ihn brauchst. Vielleicht stimmt das. Der Punkt ist, ich bin die saubere Tour leid. Ist der Schatz hier, finden wir ihn. Und wenn nicht, tja. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Hey. Nimm's nicht persönlich. Na klar. Ich sag dir Bescheid, falls wir was finden. Halten wir uns lieber ran, bevor die den Schatz in Stücke sprengen. Oder anfangen rumzuknutschen. Hey, warte. Glaubst du, sie hatte recht? Womit? Dass Rafe dich hervorlocken wollte. Solange er nicht die Oberhand gewinnt, wen juckt? Ist doch unwichtig. Da. Bezweifle ich. Von welchem Anbau die wohl gesprochen haben? Es muss eine Seitenkammer sein, denn außer uns ist hier niemand. Oh, dann werden die mit Sicherheit gleich durchballern. War hier die Stelle? Nee, war sie nicht. Na, wenn da mal nicht ein Schätzchen ist. Das sieht doch mal schön aus. Auf geht's! Bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Räuberleiter! Bist du da? Bis! Ja, etwas zu hoch zum Springen, wenn man kein Trampolin hat. Der steht noch in meinem Garten. Ach, Mist.
Halt, du besitzt ein Trampolin? Schön wär's. Schön. Aber so wirklich weitergekommen sind wir nicht, ne? Lalalalalalalala. Boah, das geht hier aber richtig runter. Und. Oh. Hui! Einfach mal gegen die Wand geklatscht. Oh, ich höre sie dich schon. Warte! Weg mit dir! Kiste unterwegs. Danke, guter Mann. Fast. So, ich weiß ja, wie das mit der Kiste funktioniert. Nur einmal drücken und dann schiebe. Schieb, schieb, schieb. Den war schieb. Ich gehe hier lang. Verdammt. Wir nähern uns definitiv der Kathedrale. Oder dem, was übrig ist. Moment, 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 Moment. Dich habe ich nicht vergessen, Schätzchen. Yay. Oh, nice. Gello. Okay. Also, das ist viel raffinierter, als ich erwartet hatte. Ja. Aber echt. Dafür haben die Jahre gebraucht. Ein schickes Versteck für die 400 Millionen Scheine. Definitiv. Ich würde auch sagen, ich beende die Folge und die Aufnahme eventuell auch. Ich gucke einfach mal, wie viele Folgen ich habe, weil ich brauche schon ein paar. Wenn ich nur drei habe, bin ich genauso im Stress wie letztes. Als ich angefangen habe, bringen mir dann die Plus-Folgen nix. Und 5 ist mir dann. Ja, gut, immerhin Mittwoch, ne? Aber so. Die Standard-Mission 7 hätte ich schon gerne. Aber wir sehen uns so oder so in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Ciao.